Ist so. Also wirklich gut Ich gemacht. habe gestern tatsächlich die ganze Welt gehasst. Hat man nicht gemerkt. Lüg besser. Versuch's. Weißt du, noch mittiger hättest du das Teil nicht stellen können. Echt nicht. Nein. Jetzt, Leute, mal ganz ehrlich. Noch mittiger hätte sie das Teil nicht stellen können. Das ist wirklich unfassbar. Guck mal, wie schön ich das dahingestellt habe. Noch mittiger ging nicht. So ordentlich. Oh, guck mal, wir haben es auch gleich schon. Natürlich! Ja, weil ich ja. gut bin. Das Staub, das Heu, ne? Wie bitte? Hä? 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 Ist denn jetzt wieder so? Nudeln mit Tomatensoße. Muss ich morgen auch mal machen. Oh, Frikadellen und Püree ist auch cool. Das ist auch lecker. Danach und, und dazu noch ein Hauch Buttergemüse. Oder einen schönen Salat. Ja, Andrina, du weißt, dass ich dich sehr gerne habe, aber nein, bäh. Ich hab mich fast verschluckt. Ja. Oh, es tut mir leid. Das kann ich es tut verstehen. Mir leid. Da wirkt es einem so ein bisschen im Hals. Oh, Shiny hat ja von Sonja ein Zapp-Geschenk bekommen. Hallo, Shiny. Ja, ich koche schon zu Hause, aber ich schaffe es sehr oft nicht. Und heute war es halt von der Zeit her nicht so. Kochst du auch, Michael? Ich meine nicht vor Wut, ich meine schon. Vor Wut koche ich auch. Ja. Du Snyder. Hoseneintopf, das ist doch schon mal auch nicht schlecht. Kühl mit gebratenem Feta. Oh, das könnte oh. auch. Oh. Das ist nicht schlecht. Panierst du das Teil nicht, ne? Nur rein von links und rechts. Und Ameisenschenkel im Reiskorn. Meistens vor Wut, aber wenn der Mann wieder nicht spurt. Ja, du hast ihn gut im Griff, ich weiß das schon. Oh, jetzt habe ich gelesen. Hallo! Ja, hier, ganz ordentlich. Also, Och, Mann! Ich habe eine Kochplatte, mehr brauche ich. Für Dosen ein Topf. Wird paniert, okay. Mit Paniermehl und Ei, oder? Das muss ich mir auswählen. Ich esse sehr gerne Feta. Wer ist gerne Feta? Was machen denn die Mütter dann? Es ist bestimmt lecker. Ich esse auch so gerne so Grillkäse oder so. Also Sonja, du kannst mir glauben, mein Mann macht mich auch immer glauben, dass ich hier die Hosen anhabe, aber im Endeffekt. Kohlrouladen. Oh, von Rosenkohlblättern. Bisschen klein, ne? Ich muss gerade sagen, ich hab gerade wirklich überlegt. Oh, Krautsalat. Halloumi, ja, Halloumi ist lecker. Mein Herd steht schon seit 20 Jahren nur noch da. Echt, ja? Naja, du musst den Herd betrachten wie ein Schrank. Man kann da drinne Dinge aufbewahren. Ach so. Mein Schwiegervater hat in der Werkstatt auch einen alten Kühlschrank, da hat er sein ganzes Werkzeug reingelegt. Wie ein Schrank quasi. Oh, ja gut.
Also er hatte den, aber er ist eben halt noch da. Viel Arbeit, ja, das kann ich mir vorstellen, dass das viel Arbeit ist. Die sind ja mega klein, die Blätter. Du musst ja dann erst irgendwie alle blanchieren. Aber vom Das Geschmack kannst hoch. du mir mal kochen. Was? Kohlroulade von Rosenkohl, oder was? Ja. Sieht so aus. Ja. In meine Küche passen nur zwei Geräte. Kühlschrank und Waschmaschine. Oh weia, oh weia, oh Michael. Doppel-Rosenkohlauflauf? Oh, was ist das denn Feines? Bestimmt lecker. Ich habe es auch noch nicht mit Kartoffelpüree probiert. Peter mit Kartoffeln. Also das schmeckt bestimmt gut. Und dann so 32 Quadratmeter Wohnung, okay. ein Ja, für dich Wüstensalat. alleine ist klar, aber schon heftig, ne? Hallo Hallo Rebecca. Rebecca. Guck mal da. Schon gleich erledigt. Ja. Ja, das ist eine klassische Rollenverteilung, liebe Sonja. Du kochst und der Mann baut den Schrank auf. Ja. Das nennt man klassische Rollenverteilung. Ja. Bei uns wäre das umgekehrt. Sind wir so zufrieden? Ja, erstmal ausschalten, ne? Okay. So, dann hole ich jetzt mal die. Ja, miete die Dings, die Ballenmaschine. Nee, hier nicht, ne? Ach Hier so, vor kommen. oben meinst du? Ach ja. Ja, ich weiß, da müssen wir nur mal gucken, welche. Ich weiß wieder nicht, welche wir mieten müssen dann. Ich weiß nicht, soll man aus dem Klee Quaderballen machen oder muss man das unterscheiden können dann auch? Ich meine, es steht ja auch dran, aber Ja. ich würde schon gerne was machen, dass die anders aussehen. Ja. Ja. Was ist das denn eigentlich, diese Pöttinger, die wir da haben? Die macht keine Quaderballen oder was? Die sieht so viereckig aus, die Maschine. Nee, das sind Rundballen, glaube ich, die wir haben. Alle. Alle. Wir haben zwei Maschinen. Warum wir zwei haben, weiß Bei, ich nicht. ja, eine ist die, mit der Silagefolie-Dingenskirchen. Ja, die nehme ich jetzt. Die macht ja, wenn Heu. Möchte darüber nichts lesen, Jens, gar nichts. War nur das Waschen vergessen. Ja, Nein, du nein, denkst du auch, ich sehe den Stream nicht, ne? 125er Rundballen. Philipp schreibt 125er Rundballen. Ich weiß nicht, auf was das die Antwort war. Weiß ich nicht. Das die macht hier normale Rundballen. Sind ja auch normale Heuballen jetzt hier. Nicht nur nervös, ich habe eine scheiß Angst. Aber sie hat es wirklich Macht die gut gemacht. Pöttinger. Das ist nicht nur nervös, Jens. Ich habe eine scheiß Angst. Das ist so. Achso, die Pöttinger, die wir da noch stehen haben, die macht die Rundballen. Ja, okay, das ist auch. 125er Rundballen. Ja, ich möchte schon, also. Dann, Philipp, musst du gleich mal sagen, welche das dann ist für Quaderballen. Aber wo willst du die hintun? Weiß nicht. Irgendwo aufstellen bei den Kühen oder was? Also die hätte ich eher bei den Schafen geparkt. Ja, Jens, ist klar. Es sind nur Bits und Bytes, ist mir schon klar. Aber deswegen spiele ich normalerweise keinen Horror. Das ist der Grund.
Ja, wir haben heute auch nochmal 3 Stunden aufgenommen, tatsächlich. Und da war eigentlich schon, da hatte Manu schon Halsschmerzen gehabt. Und dann war ich nachher nicht mehr sicher, ob sie das noch schafft, den Stream heute. Ja, doch, doch. Also zwischendurch muss ich mir mal einen Bonbon in den Hals schieben oder eine Halsschmerztablette. Ich habe ja schon welche Hey, gelutscht hier. Shiny. So, ich bin durch. Super. Ja, dann leihen wir daher die Maschine erstmal. Ja. Diese viereckige. Hast du jetzt deine genommen? Ja. Die Heuballen, ja klar, warum? Du machst da keinen Silage-Dingelskirchen drum, ne? Wenn Heu ist, also wenn da Heu auf dem Feld nicht, dann macht ja automatisch nur Heuballen. Und der macht auch, also diese Maschine hier, die macht auch normale Strohballen. Ah, Nur okay. Gras. Dann macht sie dann halt Silage draus, ne? Du hattest dich für die New Holland Quaderballenpresse entschieden, Manu. Ah, okay. Dafür bist du immer mutig vorangestapft. Du verstehst es, das ist das, was du nicht verstehst. Wenn ich euch im Rücken habe, habe ich keine Angst. Dann ist das, weiß ich das ja an meiner Seite. Gut, seit gestern weiß ich es nicht, aber. Das ist so gemein, immer. Ich bin ja gestorben. Also, ich bin Nein. super zu dir geeilt. Ich bin auf dieses dämliche Motorrad, obwohl ich noch gar nicht wohl hundertprozentig wieder. Also, ehrlich. Nein, So gemein. Wie gesagt, ich kenne das Spiel, ich habe es wirklich alleine versucht, ich würde es niemals, ich krieg's nicht hin. Es ist einfach. Danke, Flo. Dazu habe ich echt zu Schön. viel Angst. Ich ziehe vor jedem den Hut, der das kann, inklusive Miri, Lavi, Grit und alle, wie sie heißen, die ganzen Mädels. Ja, bei Lavi sowieso, weil die ja sogar noch ganz andere Spiele spielt normalerweise. Oder auch Manu, die ja normalerweise ganz andere Spiele spielt, das wisst ihr ja nun mittlerweile. Ich bin Schissbox. Aber das ist wirklich, wirklich gut gemacht. Also muss man schon so, muss man wirklich sagen. Ist so. Also wirklich gut Ich gemacht. habe gestern tatsächlich die ganze Welt gehasst. Hat man nicht gemerkt. Lügpässe. Versuch's. Weißt du, noch mittiger hättest du das Teil nicht stellen können. Echt nicht. Jetzt, Leute, mal ganz ehrlich. Noch mittiger hätte sie das Teil nicht stellen können. Das ist wirklich unfassbar. Mal, wie schön ich das dahingestellt habe. Noch mittiger ging nicht. So ordentlich. So, du kümmerst dich weiter, damit ich drüben jetzt dingsen kann, ne? Hast du denn den Schwader jetzt gewaschen? Rebecca, nicht nur. Ja, ich habe meinen Schwader gewaschen. Ehrlich? Okay, hast du wirklich? Ja. Hörst du, wenn du ja in die Aufnahme guckst, hörst du das. Ich habe nicht nur einen Beruhigungskaffee getrunken, sondern Miriri. Also wirklich Miriri. Und dann habe ich den Stream ja auch noch bearbeitet und habe das alles nochmal gesehen. Von daher wusste ich auch, dass ich zum Beispiel Sonja ganz, ganz bös beschimpft habe. Das ist wirklich, es tut mir wirklich leid, dass ich das gesagt habe. Ich schäme mich Kannst in du Grund daran und Boden, erinnern? ehrlich. ETS2, was ist das? ETS2. Was ist das für ein Spiel? ETS2. Kennt das jemand? Truck Simulator. Oh nee, das ist überhaupt nichts. PKW. Nein. Also, nein. Ich Was hab wollen wir nicht, denn? nein, ich ja, also ich hab eingeschlafen bin ich relativ schnell, aber geschlafen habe ich nicht so wirklich gut, nein. Tatsächlich nicht.
Aber es war schon cool, also das muss man jetzt mal. Hat schon wirklich viel Spaß gemacht, also. Ja, das wäre für mich jetzt nichts. Also Euro Truck Simulator, das ist für mich. Das ist das, was Julia macht, ne, oder? Ja, ich habe das ja auch. Ja, naja, das ist für mich jetzt nichts so. Ich sag nur Bär, ja, ja. Bei der Szene bei dem Bär war ich nicht so nett. Das ist leider. Echt, du weißt das? Ich weiß das tatsächlich nicht. Ich weiß es nicht. Das nicht mitbekommen. ETS, glaube ich, spielst du auch, Michael, oder? Ich weiß es gar nicht. Du bist wenigstens im Kampf gestorben. Ich bin viermal aus dem Himmel gefallen. Es macht's nicht besser, Jens. Es macht's nicht. Das Gefühl ist nicht besser. Ich spiele Minecraft, ne? Aber, und wir haben auch auf dem Server mit den Kindern gespielt und so. Aber sobald ich auf den Server gekommen bin, habe ich die Zombies alle ausgemacht. Wenn ihr mal seht, wie oft ich bei Subsistence gestorben bin, ne? Ich habe jedes Mal Höllenqualen gelitten. Ist so. Es ist leider so. Ja. Mal aus dem Himmel gefallen. Jetzt gestern, Jens? Die Nummer mit der Feuerhöhle, mit den Kindern. Oh, hör auf! Hör auf, Jens! Hör, das war. Ich bin wie so eine. Weißt du, die Kinder. Und Mutti ist wie Schissbüchse hinterher. Ich bin für sowas echt nicht gemacht. Als du den Heli getestet hast, oh nein. Oh nein. Ah. Hä? Mach's gut, Rebecca, genieß den Abend und ich würde mich freuen, wenn du nachher nochmal reinschaust. Gerne. Später, Rebecca. So, es werden ja doch einige, schon nicht schlecht. Eigentlich wollte ich ja gleich Dart-WM schauen, aber der Rücken sagt ab in die Waagerechte, oh je. Wenn ich nicht wüsste, was Rückenschmerzen sind, würde ich jetzt sagen, wenn's hinten wehtut, sollte man vorne aufhören. Aber ich werde jetzt mal nicht so große Fresse haben und das einfach mal so dabei belassen. E und E, ja, das stimmt. Ja, das kennen wir von Ark. Das kennen wir von Ark. Ja. Ich habe auch gerade an Ark gedacht. Wie oft wir da aus dem Himmel gefallen sind. Oh Mann. Wow. Super, Flugtier noch oben in der Luft. Genau, und dann kriegst du die Dinger ja nicht mehr. Der Flugkopter, der kommt ja wieder runter. Aber die blöden Tiere, die bleiben ja da oben hängen. Ja, klar. Oh, was war das ätzend, ne? Wie oft hatten wir das? Oh Mann, ey. Ich habe meinen Namen ja nicht ohne Grund gewählt. Das war mir schon klar, aber ich glaube, da geht noch was, Shiny. Da geht noch was. Guck mal, ich habe deinen Namen in etwas Positives umgewandelt. Meine Weihnachtskekse sind schon aufgegessen. Frau Flo, was machst du denn? Das gibt Zuckerschock. Geht noch was ganz kurz vor. Boah, Shiny. Ja, die Wilbern, oh ja. Das ist super ätzend. Meine auch mal, weil weiß, wie lange gesucht und habe die dann irgendwann wiedergefunden. Ich finde das immer so schrecklich, weil die ja dann auch verhungern können, wenn man die nicht mehr wiederfindet.
So, wie viel reinzieht noch? Und das alles wegen dem Santa Raptor, Raptor Ohr. Hör mir auf, wisst ihr noch, wie wir den anderen gesucht haben? Ich hab gerade hier den Dodo-Rex. Den Dodo-Rex, oh, wie wir den gesucht haben. Meine Mama hat welche gebacken und mir welche geschickt. Ist doch gut. Klasse. Ich hab auch welche von Mutti. Gibt's nicht. Mein Langzeitzuckerwert ist auf 4,2 gesunken. Oh. Half-Life, der erste Teil. Hab ich mal, gehört hab ich das schon mal, Michael. Ich auch, ich denke auch gerade drüber nach. Sagt mir auch was. Action-Shooter mit Aliens. Okay. Kann man machen. Kann man machen. Kann man auch lassen. Kann man auch lassen. Der Dodorex, aber doch schlimmer das Angel-Event zu Valentin. Oh, hör bloß auf. Bist du mir noch nie auf den Dodorex geritten? Und dann war er verschwunden und du warst so stinkesauer. Ja, ich kann mich Manu, der Miri, Grit und ich, wir haben schon zu Hause gewartet auf dich. Ich will lassen. Da war irgendwie mit diesem Gigantosaurus. Ich beiß dir in den Fuß oder was? Ja, ne? Dann denkst du, die sticht eine Mücke. Ich weiß. Habe ich aber auch gesagt, ich drehe am Rad. Miri, Grit und ich, wir stehen zu Hause und die Beine im Bauch. Und Madame geht da noch irgendwelche Pötte pflücken und so ein Scheiß da. Ich weiß auch nicht mehr, das war auf jeden Fall war das. Da war der Hammer schlechthin, ey. Oh Mann.